Der Entwicklungscup hat begonnen, der Go Battle Day ist am Start. Ich habe hier in dieser Season, in dem Drachen-Event, ein 100er bekommen, konnte mich jedoch nicht erinnern, dass ich schon mal einen Superliga-Scharfax gebaut habe. Na und das möchte ich aber heute im Entwicklungscup spielen. Mit Drachenrute, Drachenklaue, Nachthieb. Der Fehler, der Bug, über welchen ich gestern ein Video gemacht habe, der wurde mittlerweile nach in etwa 24 Stunden behoben, bin ich positiv überrascht. Niantic hat den zwar erst irgendwie so ein paar Stunden, bevor er behoben wurde, auf Twitter, na, wie sagt man, also englische Wort habe ich im Kopf, aber eingestanden? Nein, das meine ich nicht. Auf jeden Fall, da haben sie erst gesagt, hey, Achtung, es gibt einen Fehler. Na und eventuell wegen Dortmund, weil da findet heute, ich glaube heute, ein Turnier statt. Eventuell, ich habe es mir schon fast gedacht, also eventuell haben sie deshalb so ein kleines bisschen mehr Druck gemacht dementsprechend. Na und, ja, also diese Attacke nehmen wir hier noch und dann haue ich ab. Aber wo hinein haue ich ab? In Scharfax eventuell mal direkt sehen. Also die ausgeholten Attacken, die machen wieder Schaden. Die kommen an. Die kommen wirklich in der Tat bei den Gegnern an. Wow, Scharfax hält nicht viel aus. Das habe ich nicht mehr. Moment mal, 1, 2, 3... Ich dachte, die nächste hast du nach 3 Sofortattacken. So, Scharfax hält echt nicht viel aus. Na und wir gehen auf Nachthieb mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh nein, wir gehen nicht auf Nachthieb. Da war Razaf vorne. Wir gehen definitiv nicht auf Nachthieb. Konnte mich gerade nicht mehr erinnern, was da vorne war. Ein Razaf war hier vorne. Jo, also wirklich positiv. Da bin ich positiv überrascht, dass dieser Fehler behoben wurde und man nicht Einser-Teams spielen muss. Ich wollte heute schon dreimal Feuer-Odem verwenden in der Meisterliga. Das wäre schon so der Plan gewesen. So, ich drücke direkt blind. Okay, und er fängt mir nochmal ab. Perfekt. Das wird ja wirklich immer besser hier. Das wird hier wirklich erster Kampf und ich werde direkt komplett auseinandergenommen. Die Attacke habe ich allerdings vor dir genommen. Wird viele Drachen sehen. Krypto-Dragonier habe ich noch nicht mal. Ich hätte ein paar Dratini, die sich anbieten würden. Aber habe ich noch gar nicht. Ach du meine Güte, nun farmt er hier schön runter. Ich habe drüben keine Energie. Oh nö, ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, er geht auf einen Gleichstand oder so. Ey, wenn der mir nicht so oft abgefangen hätte, dann wäre das hier schon nicht so schlecht ausgegangen. Na aber, hat er leider. Na so, nun kam der Schaden natürlich noch nicht an. Der sollte auch erst nach der Attacke ankommen. So wie es schon immer war. Und sein soll. Boah, den habe ich unverdient gewonnen. Diesen Kampf habe ich wirklich unverdient gewonnen. Und es gibt die einfache Forschung. Die Belohnungen, ja, abgespeckt, kein PvP-Item diesmal, also kein Outfit von dieser Season, doch 3 Sonderbonbons und eine Top-Lade-TM dafür, dass man 10-mal kämpfen muss, wirklich nur kämpfen, nicht mal gewinnen, Power-Ups durchführen und effektive Ladeattacken einsetzen, sollte wirklich machbar sein. Für eine Top-Lade-TM würde ich das jedem empfehlen. Okay, und mein Lob ist direkt wieder hinfällig für Niantic. Wir haben schon den Namen gesehen, den Gegner, das Pokémon und Fehler. Und das heute 100 Mal. Abfahrt! Rein da. Im Entwicklungscup, ich weiß gar nicht, habe ich den schon mal gespielt? Habe ich dafür schon ein Forscherbild? Da darf man nur Pokémon verwenden, die entwickelt wurden und sich nochmal entwickeln können. Also von so einer Dreierfamilie sozusagen sind die meisten in der Mitte. Keine Ahnung. Chanera kann aus diesem Grund auch dort vorkommen, wegen Vonera. Und Chanera kann sich noch zu Hytera entwickeln.
Ich glaube, da machen wir mal ein kleines bisschen Vorarbeit. Denn das sollte noch kein Steinhagel sein können. Aber wo gehe ich dann rein? Gehen wir hier rein. Beim Mundtier wären beide Konter effektiv. Oh, wie schön. Dreier-Move und ich bekomme ihn. Davor? Da wäre er einfach nicht angekommen. Da wäre diese Attacke einfach nicht angekommen. Okay, aber schilden muss ich leider dennoch. Hätte ich mir nicht so erwartet. Das hätte ich mir überhaupt nicht so erwartet. Ich glaube, ich kann ausholen. Ich kann eine machen. Mich sollten hoffentlich zwei Flügelschläge nicht besiegen. Nö. Nun, die Drachenklaue. Macht Schafax eigentlich viel Schaden dafür, dass wir so gut wie keine Defensive haben? Nein, irgendwie nicht. Wow. Ich bin gerade echt negativ überrascht. Was ist denn da los? Ich hätte echt mehr erwartet. Dafür, dass wir von einem Body Slam irgendwie im fast schon roten Bereich sind, hätte ich mir ein bisschen mehr Schaden erwartet. Und ich habe hier eigentlich auch PvP-IV. Na so. Okay. Okay. Akub mit einem Schildvorteil. Und ich habe Steinhagel. Der Steinhagel besiegt aus dieser Reichweite bestimmt schon. Denke ich mal. Na und Steinhagel hätte ich dann auch noch gegen Golbat. Aber Golbat hat echt viel Energie. Leider. Das ist so ein bisschen die Sache. Oh, du warst schon bei der Attacke. Ich sollte echt Energie mitzählen. Das wäre eventuell nicht schlecht. Na so. Das wäre vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn man damit mal anfangen würde. Steinhagel rein da. In Akub. Okay. Da kommt leider ein Schild. Aber ich gewinne immerhin den Gleichstand. Weiß nicht, ob ein Body Slam schon gereicht hätte. Vielleicht. Aber bei Akub habe ich keine Energie. Der kann mich... Ah, runterfarmen kann er nicht. Immerhin Glück gehabt. Golbat wird man auch häufig sehen. Weil da... Oh, der hat ja noch ein Schild. Kommt denn der daher? Der hat ja noch ein Schild. Komm schon, Akub. Spukball stecken wir weg, oder? Jo, den stecken wir weg. Er schafft noch eine. Dann wäre die andere Reihenfolge für ihn natürlich besser gewesen. Ich hoffe, ich überlebe das noch und dann kommt der Voltwechsel an. Nein, ich überlebe das nicht mehr. Schade. Na, schade. Das habe ich nicht so gut gespielt. Ich weiß bei meinen... Wenn der Gegner rausgeht, ich weiß nicht, wo ich da reingehen soll. Schafax auf jeden Fall anscheinend nicht. Weil von dem Ding bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Weil wenn man wenig aushält, dann teilt man immerhin viel Schaden aus. Aber die Drachenklaue gegen Golbat, die war schwach. Und der Body Slam von Mundtier gegen mich, der war stark. Der war sogar sehr stark. Ich habe Mundtier mit Kreuzschere Vorarbeit nicht down bekommen. Ein Akub gegen Georok, okay. Da gehe ich nicht in Mundtier rein, weil Mundtier die harte Antwort wäre. Na, Shiny Golbat. Dann schauen wir mal, was wir hier so anstellen können mit deiner Drachenklaue. Vielleicht hatte er einfach nur heftig deftige PvP-IV. Okay, wir bekommen dann mal ein Schild. Immerhin. Die lasse ich durch und dann fahre ich mit Dingenskirchen runter. Oh, schade. Schade. Nun warte ich aber noch ein kleines bisschen. Und fahre mir dann hier mit Kunterbunter runter. Na, oh, so heftig. Ich bin noch immer in diesem Modus von gestern, wo all dieser Schaden nicht angekommen wäre. Aber der kommt ja an, wenn das Spiel programmiert ist. Der kommt ja wirklich an. Und auch dieser Schaden, der kommt wieder an. Sollte er auf jeden Fall. Und dann drücke ich direkt blind. So. Bisschen Vorarbeit machen. Ich hoffe, er hat nicht noch sowas gegen Mundtier in der Hand. Doch, hat er. Aber ich habe einen Schildvorteil. Ich glaube, das wird ein knappes Rennen.
Ich glaube, das könnte echt noch ein knappes Rennen werden. Rasav. Okay. Das Problem, mein Problem ist Body Slam gegen ihn drüben nicht sehr effektiv. Da hätte ich noch so gewinnen können, ohne wenn ich das... Wir lieben die Prozente. Ja, wir lieben sie. Führung hat verloren, Switch, dies, das und dann kämpfe ich noch drum und sehe wirklich eine Chance, dass ich mit Mund hier runterfahme und er so, warte. Ich habe die 10% Chance. Booyah! Ich würde mich echt freuen, wenn man Volltreffer oder so noch einführen könnte. Das würde ein bisschen den Spaß noch mehr reinbringen. Genial, das war wirklich genial. Muss man schon sagen. Dieser Boost von Rasav, und er hat nicht geschildert, weil er wusste schon, dass er den erhalten wird. Aus diesem Grund hat er nämlich nicht geschildert. Tibbidi tipptopp. Danke dir, Rasav. Mit freundlichen Grüßen. Na gut. Boah. Hat dieses Ding nicht irgendwie Feuerschlag oder so? Na, ich lasse auch eine durch. Wenn du durchlässt, dann... Autsch. Wir haben beide irgendwie so eine Ladetacke gemacht, aber deine, die war ein bisschen stärker. So ein kleines bisschen stärker war die. Aber nicht viel. Nur so ein kleines bisschen. So. Und hier schäle ich auch schon die Schwache, weil Scharfax ansonsten weg ist. Der Poltergeist war wirklich böse. Ach, Eisieb, ich dachte Feuerschlag eventuell. Okay. Will ich mir auch den Boost holen? Nein, ich bekomme den nicht. Ich bekomme den nicht. Ich glaube, Akkubmund hier sind schon irgendwie stabil. Aber das Scharfax weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich überlebe garantiert diesen Body Slam nicht. Oder? Oh, ich überlebe ihn und die Drachenroute kommt noch an. Immerhin, ein bisschen kleiner Schaden. Und eventuell können wir nun mit Mund hier runterfarmen, aber ich bin im Schildrückstand. Auf der anderen Seite, er hatte schon eine harte Mundtier-Antwort. Ja, heben wir uns mal den Schild auf und schauen wir, was passiert. Ich hoffe, bei Body Slam kann man nicht boosten. Mal schauen. Okay, er hat doch ein paar Mundtier-Antworten noch hinten drin. Und auch wieder Golbat. Also man merkt schon, da gibt es ein paar Pokémon, die häufig auftauchen. Okay, wir versuchen... Na, schade. Wir versuchen irgendwann abzufangen, aber so dann definitiv nicht. Golbat, Mundtier... Ja, so viel sollte eine schwache neutrale Attacke machen, nicht wie bei Scharfax. Aber so schlecht war es auf PvPoke gar nicht eingerankt. Ich dachte mir schon, hä, habe ich dreimal gekämpft? Nein, viermal habe ich gekämpft. So... Scharfax nicht so zu empfehlen. Da wäre Dragonier vermutlich schon cooler. Wegen Feuerodem auch unter anderem. Ne, genau. Akub gegen Alpollo. Ja, die Leute sind wohl genervt von Mundtier. Die sind aber so richtig genervt von Mundtier. Wird er direkt abfangen, wenn ich vor seiner stärkeren Attacke drücke? Nein, wird er nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, Alpollo, ich kann da vielleicht drüber und ein bisschen Energie absaugen. Eine Matschbombe könnte kommen, okay. Oder hat das, ich glaube, das Ding hat Matschbombe und irgendwas Eishieb hat man ja bei irgendeinem Event bekommen. Eishieb und ein Mundtier. Ich mache das eine Video so. Vom Entwicklungscup, ich werde danach, glaube ich, eher die Meisterliga spielen, weil, obwohl man da sagt, yo, da gibt es so wenige Pokémon, irgendwie offenbar viel mehr als hier. Und wir haben glücklicherweise noch kein Chanera getroffen. So, weil Chanera wäre auch ein bisschen nervig. Moment mal, wer hat vorhin den Gleichstand gewonnen? Ich gehe nicht auf den Gleichstand, ich schilde einmal. Genau, ich glaube, ich hätte ihn verloren. Wenn er Steinhagel drückt, kann ich runterfarmen? Bitte geh auf Steinhagel. Okay.
Ich glaube, nun kann ich runterfarmen. Drücke blind auf Elektro. Alles richtig gemacht. So, und dann drücke ich blind auf Käfer und er wird in Alpollo rübergehen. Alles richtig gemacht. Wirklich alles richtig gemacht. Bei den Attacken hier. Na so, Drache gegen Drache. Ja. Ja. Ja, es tut schon alles weh irgendwie. Ich schilde mal. Hat Alpollo schon eine Attacke? So. Hat Alpollo schon eine Attacke? Nein, hat es nicht. Schafax, du hast mal was gemacht. Grandios. Duodino. Stimmt, auch mit Feuer, oder? Nicht schlecht. Wie viele Feldforschungsaufgaben da direkt fertig werden, weil ich die neue Seite begonnen habe? Na, Seite 5 von 5, die letzte Seite bei meiner Season-Forschung. Und dann auch noch die aktuelle beim Go Battle Day. Na gut, machen wir nochmal. Ich glaube vor allem Akub schon nicht schlecht, aber mit diesem Vierer-Move, da können die Gegner relativ einfach abfangen, leider. Da muss man gut aufpassen. Und auf Elektro darf ich nicht mehr blind drücken, weil da holt jeder einen Drachen rein. Ich hätte... Ja, Käfer hätte gegen... Okay. Okay. Du gefällst mir nicht so. Wirklich überhaupt nicht. Das war aber noch hoffentlich kein Poltergeist, oder? Nö. Das lasse ich mal durch. Oh, Feuerschlag. Doch, Feuerschlag. Alles klar. Also hat mich meine Erinnerung nicht getrübt. Abfangen auch hier unmöglich. Aber ich gehe mal rüber. Okay, so dann doch möglich. So kann man das dann doch machen. Feuerschlag hier immerhin ein bisschen weniger Schaden. Moorabel? Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, aber kann man natürlich auch spielen hier. Bisaknosp und alle Mittel. Pokémon, Shillock, rein theoretisch. Ich bilde mir ein, das ist nur so Lehmbrühe und das hat nur irgendwelche schwachen Attacken, oder? Surfer, ja. Na, okay, doch nicht so ultra schwach. Doch gar nicht so ultra schwach, dieses kleine Teil. Da täuscht die Größe ein kleines bisschen. Er schildet nicht. Interessant. Und ich glaube, ich habe drüben bei Akub noch eine komplette Ladeattacke, oder? Oh, nochmal so ein Ding. Duodino. Duodino, ich mache schnell den, dass wir mal einen Schild loswerden. Ach. Aber. Komm schon, Drachenruten. Okay. Feuerschlag, Eisheb? Ich hoffe nicht. Ach, ich schilde. Ich glaube, da werden nicht mehr so viele Attacken kommen. Na gut, Feuerschlag hätte ich nämlich nicht gerne schilden wollen. Überhaupt nicht. Und mit gutem Timing sollte ich die Drachenklaue erreichen. Nochmal Duodino, war das nicht genau so Zwirklop Duodino? Er scheint irgendwie ein Team zu sein. Sauber, Schafax. Wenn man dich an die richtige Stelle packt, man darf dich nur nicht reinholen als Switch, sondern schön warten. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Am Ende dann. Oder so. Also, Zwirklop kann auch Dingenskirchen haben. Eisattacke, Feuerattacke. Poltergeist, Finsterfaust. Da weiß man nie, was man bekommt. Wie eine Schachtel Pralinen. Ein Feuerschlag bestimmt auch gegen die Akub, die hier vielleicht am Start sind, wegen ne Golbat. Unter anderem wegen Golbat. Okay, gebt mir noch ein paar Mal. Ich will mehr Abwechslung. Ein paar Mal Zwirklop noch. Und wir sind wirklich happy. War das eine Dreier-Serie? Ich glaube, das war wirklich schon... Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die sind beide nicht sehr effektiv. Und das Ding hat Nahkampf gegen Mundtier.
Das war echt nicht viel Schaden. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Das war echt nicht viel Schaden, oder? Das war relativ wenig Schaden. Aber Käfer ist doch gegen Drache neutral. Gegen Kampf nicht so effektiv, ja, aber... Mein Schafax hätte so eine Attacke beispielsweise komplett besiegt. Nämlich. So, deshalb meine ich. Ich drücke blind auf Nachthieb, mal schauen, ob das wieder klappt, weil ich denke, Zwirklop hat schon eine Attacke. Ja, es ist. Vielleicht wäre Mund hier die Antwort gewesen. Na, bei dem Ding war ich wirklich komplett überfordert. Okay, wir bekommen einen Schild. Auf der anderen Seite kann man auch in Mundtier rein. Aber wenn er rausging, dann hat er wahrscheinlich Feuerschlag nicht. Also, er drückt aber auch blind. Wir hoffen auf nicht Poltergeist, oder? Okay. Eisheap. Na gut, ich schilde, ich habe hier so viel Energie. Wir schilden da mal. Da, in dem Fall wüsste ich gar nicht. Nein, Janera. Okay, wartet mal. Ich habe null Ahnung von der Energie von Janera. Aber ich mache definitiv noch eine Sofortattacke. Das ist Janera. Das war Schaden. Wow. Meine effektiven Konter machen in etwa so viel wie die Attacke von Janera, wo ich gerade nicht mal weiß, welche. Aber ja, ist es sein Kopfstoß? Genauso wie bei Hightera. Ach so, stimmt, das ist ja ein Dreier-Move. Oh, Moment mal, dann muss ich ja sogar timen. Dann sollte man ja hier sogar timen. Janera einfach. Da bin ich aber schon sehr auf den Schaden gespannt. Ich hätte null Ahnung. Macht das die Hälfte? Besiegt mich das mit einem Schlag? Hyperstrahl vermutlich oder so? Okay. Okay. Boah, wenn ich nun Ahnung hätte von deiner Energie. Ich meine, du hast sicher irgend noch eine zweite Attacke, die weniger Energie benötigt. Dann geht er bestimmt raus. Ich mache den hier. Und dann weiß ich nicht weiter. Ja, okay. Dann weiß ich leider nicht weiter. Dieses Ding ist wirklich defensiv. Das hält gut was aus. Aber ohne Ende. Das hält wirklich gut was aus, muss man schon sagen. Okay, wartet mal. Wenn ich den Gleichstand vielleicht gewinne? Könnte ich den gewinnen? Werde ich den gewinnen? Bada boom, bada bang, bada bam. Oh, ich glaube, das war einer und ich glaube, ich gewinne ihn. Sag nicht, das wird nun nicht besiegen, weil ich gierig war. Perfekt. Und nun? Janera, mach keine Sachen. Ich drücke hier noch. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Da hätten wir auch mal ein Janera erlebt. Ja gut, aber der Hyperstrahl, den konnte man gut wegschlucken. Der war echt nicht so ultra schlimm. Geht also in Ordnung. Wenn man Janera sieht, braucht man unbedingt Mundtier. Mit Schafax oder so hätte ich große Probleme gehabt. Was hätte man noch gegen Janera? Weil nach dem Community Day spielen bestimmt viele Leute damit. Wenn sie mal bemerken, auf der anderen Seite beim Go Battle Day, will man sich wirklich foltern? Will man sich das antun und ein Janera reinnehmen? Muss man selbst wissen. Also, Feuer ist aber mal gar nicht gut. Das ist aber mal wirklich gar nicht gut. Moment mal. Welche Sofortattacke war denn das? Ich hätte so irgendwie spontan mit einer schon gerechnet, aber da stand nicht sehr effektiv dran. Da hätte ich vielleicht drinbleiben können. Was war das für eine Sofortattacke? Ich habe echt nicht... Ich weiß in den Kommentaren... Schilling, das hat man doch gesehen. Leute, ich schau doch nicht. Oh, Gleichstand. Ich will ja so ein bisschen kämpfen. Welche Sofortattacke war das? Vielleicht eine Geist-Sofortattacke? Aber... Einischern wäre doch hier nicht so effektiv. Da hätte man doch nicht so effektiv dran schreiben müssen. Und er wird noch gut farmen können. Naja, nicht so ultra gut, aber so ein kleines bisschen Torgetik, auch spannend. Die Antikkraft, die ist natürlich böse.
Die ist natürlich hier sehr böse. Ich lasse mal eine durch, aber die wird schon... Na, die wird schon wehtun. Boah, wie viele er hat vor allem. Der hat ja ohne Ende Antikkraft. Heftig, heftig. Komme ich ja mit dem Schilden gar nicht hinterher. Da komme ich ja überhaupt nicht hinterher. Na gut, ich bin auf deine Sofortattacke gespannt. Ich drück. So, ich... Doch, das war ein Eschern. Ach so, das Spiel will einfach nicht... Aber der Schaden war... Dann hätte ich eine Sofortattacke machen sollen. Der Schaden war drüben definitiv nicht... Nicht so effektiv vom Schaden her. Vom Schaden her war das irgendwie viel. Gegen Scharfax. War keine Feuerattacke, glaube ich. Na gut. So, Razaf. Ja, keine Ahnung. Die eine schon besiegen mich bei Akub. Das ist ein bisschen böse. Aber interessantes Pokémon. Auf jeden Fall interessantes Pokémon. Jo, einer, der nicht auf Nachthieb geht. Sehr schön. Ich meine, vielleicht hat er Nachthieb nicht. Der nicht auf Nachthieb geht. Sodass er dann viel mehr Konterschaden macht. Genau, und hier beispielsweise. Das eine schon wäre gar nicht angekommen gestern. Das wäre nicht angekommen. Mit dem neuen heftigen PvP-Update. Okay, gegen Einäschern muss man sagen, oh, Knirsche wäre die Ladeattacke gewesen. Da war ich schon ein bisschen böse. Dann rein in den Drachen, kommt eine Fee. Eine Fee in dem Cup. Ich glaube, Togetic wäre so gut wie die einzige Fee, die man hier wirklich verwenden kann. Gegen Dragonier. Eigentlich, die haben wir noch wenig gesehen. Dafür viele Kapuno. Ich glaube, Dragonier, vor allem in der Krypto-Variante, wird hier dominieren. Nämlich enorm. Krypto Golbat. Momentan bei Cliff, oder? Momentan bei Cliff am Start. Ja, echt keine Ahnung. Na, gegen Mundtier keine Ahnung. Wenn ich direkt auch in mein eigenes Mundtier gehe, dann habe ich durch den Energierückstand schon mal ein Problem. Dann machen wir vielleicht Vorarbeit, weil die Konter drüben nicht so effektiv sind. Weiß ich nicht. Und hier dann einmal Schilden runterfarmen. Steinhagling, Golbat? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ich glaube, das mache ich so. Das wäre so der Plan. Einmal Schilden. Den Schild bekomme ich eventuell bei Golbat wieder zurück. Und dann schauen wir, was passieren wird. Hinten drin ein Drache, würde ich vermuten. Und ich habe auch noch meinen Drachen. Sollte ich ködern gegen Golbat, weil vor allem es war ein Krypto. Oh, wirklich ein Drache. Das habe ich gerochen. Wieso habe ich das gerochen? Keine Ahnung. Weil es in diesem Cup nicht viele unterschiedliche Pokémon gibt. Ich drücke direkt nochmal. Okay, er hat nicht abgefangen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dieser Drache hat immerhin keine Drachenladeattacke. Ich glaube, wenn ich mich nicht doof anstelle, eine Drachenroute sollte ankommen. Bitte. Okay, wow. Scharfax, brutal. Und wenn ich die Attacke überlebe, dann ist Dragonier weg mit dem neuen Nicht-PvP-Bug. Yo, die überlebe ich. Und dadurch ist Dragonier Geschichte. Aber eventuell verlieren wir hier noch. Er wird definitiv eine weitere Attacke erreichen. Ich mache keine Käferattacke, wenn es gegen beide Typen nicht sehr effektiv ist. Das wäre, glaube ich, fatal. Das wäre, glaube ich, so richtig fatal. Jo, gegen Mond hier vielleicht Vorarbeit machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hat gehofft, dass ich auf die Attacke gehe, die gegen beide Typen nicht so effektiv ist, während ich eine effektive hätte. Aber so einer bin ich nicht. Na, so einer bin ich nicht, weil ich glaube, da hätte ich einen Voltwechsel machen sollen anstelle davon. Das hätte mehr Schaden verursacht. Okay, Krypto-Dragonier wird man, denke ich mal, oft sehen, wenn man diesen Cup auch wirklich oft spielen sollte. Und da mit der Drachenroute? Die war nicht schlecht, wenn der Schaden auch wirklich ankommt. Die war echt nicht schlecht. Mundtier, ich sage es jetzt schon, sie wird abfangen. Sie wird abfangen, garantiert. Ich warte ein kleines Sekündchen, aber ich sehe dann oft die... Ja. So, die Attacke nicht direkt. Na und? Will ich hier drin bleiben?
spielt man so eine Führung aus? Ich schilde mal die erste. Wir schilden mal die erste, Steinhagel und so weiter. Genau, dankeschön. Und dann drücken wir hier nochmal. Ich kann nicht auf 0 gehen, oder? Auf 0 wäre schon... Okay, okay. Wir haben die Führung. Wir haben die Führung. Noch ein Dragonier, ich sag's ja. Und in der Krypto-Variante. Ich glaube, in dem Fall ist die Krypto-Variante wirklich wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Und ich bleib da aber nicht drin. So. Ich bleibe hier nicht drin. Mit dieser Vorbeit kann Schafax dagegen, wenn sie rausgeht, später auch noch was machen. Yo. Golbat. Das war schon ein bisschen die Vermutung. So. Yo, Krypto-Variante, sehr gut. Sehr, sehr gut. Na, geht in Ordnung, nehmen wir. Nun muss ich aber nur aufpassen, boah, wenn die Feuer-Odem gegen Schafax so viel mehr machen. Ich glaube, das kann ich nicht mehr vermasseln. Da gehe ich sofort rein, denn... okay. Okay, Schafax, nun bist du gefragt. Nun bist du gefragt. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Das wird, glaube ich, eine enge Kiste, aber Drachenrote macht eigentlich mehr Schaden als Feuer. Oh, damn. Doch je nachdem, Breakpoint und so, vor allem in der Superliga. Ja, die Feuerodem pfeffern aber auch gut. Hey, wow. Die waren schon nicht verkehrt, weil Dragonier war schon angeschlagen. Die waren schon nicht verkehrt. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir bei Schafax vermutlich Feuerodem holen. Aber Schafax kann Feuerodem nicht erlernen. Es gibt so ein paar Pokémon, Palkia in der Meisterliga, da finde ich Drachenrute viel cooler. Aber in dem Fall, vor allem in der Superliga, da ist Feuerodem schon echt nicht so schlecht. Na gut, das war der Entwicklungscup, das war Schafax. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen.